وصحبه ومن والاه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد، alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi rabbil alamin. Heute fahren wir fort, bi'idhnillah ta'ala, mit unserer wunderschönen Sura Al-Ahqaf. Das ist die Sura 46 im Koran al-Karim. Und wir sind das letzte Mal bis zur 25. Ayah angelangt und haben diese auch ausführlich erklärt. Heute, insha'Allah ta'ala, machen wir die 26. bis zum Ende der Seite. Ich hatte das letzte Mal schon angesprochen. Normalerweise hätten wir die Ayat mitgenommen das letzte Mal, weil das im Sinnzusammenhang ist. Aber Alhamdulillah Rabbil Alamin, die Zeit ist auch leider nicht immer so verfügbar, wie wir uns das wünschen würden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Zeit segnen, so dass wir heute reden in Allah das Ende der Seite machen. Und das nächste Mal reden wir über die Welt der Dschinn. Wer sind die Dschinn und was will Allah subhanahu wa ta'ala von diesen Lebewesen, die er ebenfalls erschaffen hat? Eine sehr interessante Studie, die wir auch insha'Allah ta'ala die nächste Woche machen werden und uns auch mit den anderen Lebewesen beschäftigen werden. Reden in Allah. Wie gewohnt, lesen wir erstmal die Ayat zusammen und dann insha'Allah ta'ala erklären wir sie anschließend. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Nehmt bitte alle euren Mushaf heraus, auf die Geschwister im Internet, damit wir reden in Allah für jeden Buchstaben 10 Hasanat bekommen, die wir lesen, insha'Allah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا سمعا وأبصارا وأفئدة وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم
فأهلكهم وما كانوا يفترون وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. نعم تصل في آيات جديدة وجديدة لنا على شخصنا. ولقد مكناهم فيما إن مكناهم فيه. Wir hatten Ihnen ja eine Feststellung verliehen darin, worin wir euch keine Feststellung verliehen haben. Nein, wir haben Ihnen eine Feststellung verliehen. Das heißt, wir haben Ihnen Stärke gegeben und wir haben Ihnen Vermögen gegeben und wir haben Ihnen Ernte und Riss gegeben. Wir haben Ihnen von allem gegeben, was ein Mensch sich in dieser Dunya wünscht, um glücklich und zufrieden zu leben. Wen spricht Allah Azza wa Jalla an? Wen spricht er hier an? Die Qurayshiten. Die Qurayshiten bedeutet, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist ja mit dem Koran zu ihnen gesandt worden. Jetzt wird Allah subhanahu wa ta'ala ihnen die Sache klar machen. O ihr Mekkaner, die ihr hochmütig seid, die ihr denkt, dass ihr stark und unbesiegbar seid, wir haben vor euch schon Völkern mehr Stärke und mehr Vermögen und mehr Macht verliehen. Aber diese Stellung, die diese Leute gehabt haben, hat ihnen nichts genützt vor der Strafe Allahs. Hat ihnen nichts genützt vor der Strafe Allahs subhanahu wa ta'ala. Und das natürlich ist eine Kritik von Allah subhanahu wa ta'ala an dieses undankbare Volk. Allah ergibt den Völkern, was sie brauchen, was sie benötigen, um ihre Dunya zu bestreiten. Um ihre Dunya zu bestreiten. Aber Allah azza wa jal erwartet von den Völkern was? Was erwartet Allah von ihnen? Dank. Erwartet Dankbarkeit von ihnen. Wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Ibrahim sagt, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Wenn ihr dankbar seid, werde ich euch noch mehr geben. Subhanallah. Eine Frage. Warum sollte links nehmen wir uns. Ich wusste doch, irgendwas fehlt heute. Aus welchem Grund sollte eine Person undankbar sein? Hört diese Eier. Wenn ihr dankbar seid, werde ich euch noch mehr geben. Ist derjenige klug, der nicht dankbar ist? Weil wenn er dankbar ist, was sagt Allah Azza wa Jalla, dann gibt er ihm noch mehr. Was heißt hier noch mehr? Noch mehr von was? Von Gnaden. Von Gnaden. Wenn man dankbar ist gegenüber Allah Azza wa Jalla, was heißt Dankbarkeit? Dass man nur sagt, Alhamdulillah, ist das Dankbarkeit? Dass man mit dem zufrieden ist, was man bekommt. Ja, aber in erster Linie alles, was? Die Gebote und die Gesetze anders. In erster Linie Tauhid. Dass du Allah Azza wa Jalla rechtmäßig dienst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Isra, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Und wir haben in dieser Ayah schon bereits gelesen, وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ. Und Allah Azza wa Jal hat Propheten geschickt, Gesandte geschickt, die da alle eine Sache gepredigt haben, dient einzig und alleine nur Allah subhanahu wa ta'ala. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عظيم. Denn ich fürchte vor euch um einen gewaltigen Tag, an dem ihr stark zur Rechenschaft gezogen werdet. Deswegen ist das das Unvernünftigste, wenn eine Person undankbar ist. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Wenn ihr dankbar seid, werde ich euch noch mehr geben. Du bist dankbar für was? Dafür in erster Linie, dass Allah Ta'ala dich was? Recht geleitet hat. Nummer eins. Du bist dankbar, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir verhilft zu deinen Gehorsamkeiten. Das ist nicht von uns, das ist von Allah Azza wa Jal. Du bist dankbar, dass Allah Azza wa Jal dir eine Familie gegeben hat. Es gibt Leute, der hat eine Frau, okay, er ist nicht hundertprozentig mit ihr zufrieden, aber sie ist 200% nicht mit ihm zufrieden.
Weil manche denken immer, ich bin der tollste Mann und sie muss mit mir zufrieden sein. Sie kann froh sein, dass sie überhaupt so einen Mann geheiratet hat. So denkt er. Naam. Aber das ist oft ein falsches Denken. Er ist nicht dankbar für die Frau, weil er sagt, von 100 Punkten erreicht sie nur 98. Ich bin echt unzufrieden mit ihr. Dieser wird mit seiner Frau geprüft. Hört, was Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala. Er sagt, man lam yashkur. Derjenige, der nicht Allah azza wa jal für eine Gabe, für eine Gnade dankt, so wird er genau mit dieser Gnade geprüft, bestraft. Das heißt, du bist unzufrieden mit deiner Frau, obwohl deine Frau allgemein eine gute Frau ist, oder umgekehrt, die Frau ist unzufrieden mit dem Mann, mit den Kindern und so weiter und so fort. Dieses wird dazu führen, wenn man undankbar ist, für das, was man bekommen hat, das wird dazu führen, dass Allah dich mit diesen Gnaden prüft. Subhanallah. Und Allah Azza wa Jal sagt, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Dieses deswegen, weil Allah niemals einem Volk eine Gnade entzieht, bis sie das ändern, was in ihnen ist. Bis sie sich ändern. Und subhanallah, sehen wir das nicht? Seit die muslimischen Länder undankbar geworden sind, sehen wir nicht ihre Prüfungen und ihre Strafen? Wie seht das? Seit sie undankbar geworden sind gegenüber Allah, hochmütig und den Westen nachmachen und denken, dass sie die Glückseligkeit in dem finden werden, was der Westen ihnen vormacht, und sie schon Minderwertigkeitskomplexe gegenüber den Westen haben. Oh Allah, du siehst, in einem Krankenhaus in unseren Ländern, die zwei Ärzte schämen sich miteinander Arabisch zu reden. Sie wollen sich präsentieren, also redet er Französisch, Englisch. Und er kann nicht mal Englisch, ja? Wie dieser eine Stewardess, von denen ich euch erzählt habe. Chicken walla fish. Entweder redest du Englisch oder Arabisch. Ja, sag mir, warum machen wir den Westen nach? Aus welchem Grund? Sagt es mir bitte. Weil wir was haben ihnen gegenüber? Komplex. Der redet Französisch mit seinem Partner im Krankenhaus. Und beide verstehen kein Französisch, ja? Aber Hauptsache, sie haben miteinander Französisch geredet. Französisch. Und die schönste Sprache ist was? Was hat Allah uns gegeben als schönste Sprache? Wallahi, einer hat die Gnade bekommen, Arabisch zu reden, subhanallah. Dann tauscht er das ein mit einer Sprache, die Allah al-Musta'an. Was ist das für eine Logik? Wir sind undankbar geworden. Koran ist nicht für uns das wichtigste Buch. Wir lesen jetzt Bücher der Philosophen, Goethe und Tolstoi. Sollen wir sagen, Rahmatullah, ne? Tolstoi, a'udhu billah. Das sind die Bücher, die die Muslime heute lesen. Sie haben den Koran vernachlässigt und nehmen die Bücher von wem? Von denjenigen, die gestorben sind und jetzt Brennstoff des Höllenfeuers sind. Aber so ist ein Volk, wenn es undankbar ist. Allah azawajal spricht hier die Qurayshiten an. Denkt nicht, dass weil ihr etwas besitzt an Macht und an Kraft, dass ihr auch dadurch Allahs Strafe entkommen könnt. Denn vor euch waren Völker, sie waren was? Stärker und mächtiger und? Wisst ihr, dass es Völker gab? Allah hat sie so groß erschaffen, sie haben in den Bergen ihre Häuser gemacht. Könnt ihr euch vorstellen, aus den Bergen den Hälften ihres die Häuser zu machen? Subhanallah, was für eine Kraft haben diese Leute gehabt? Und diese wurden alle vernichtet. Keiner ist von ihnen übrig geblieben. Allah gibt ihnen ein Beispiel. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً. Und wir haben ihnen Gehör, Augen, Licht und Herzen gegeben. Und wir haben ihnen, was? Gehör und? Augenlicht. Augenlicht, es gibt es keinen besseren Namen im Deutschen? Ich mag dieses Wort nicht. Augenlicht, was kann man sagen? Sehkraft. Bitte? Sehkraft. Ja, ist auch nicht so ein schönes Wort. Gibt es nicht irgend so ein schönes Wort? Augenlicht. Augenlicht. Ich weiß jetzt keins. Aber wenn jemand auch aus dem Internet ein Wort hat, dann bitte. Ich mag das Wort nicht, Augenlicht. Das ist zu schwer für die Weddinger. Ein Wort, was sie auch verstehen. Taib.
Augen oder Ohren? Was hat Allah als erstes genannt? Gehör. Warum Gehör vor Augen? Warum Gehör vor Augen? Na. Weil wenn du nicht siehst, kannst du trotzdem hören, die Botschaft. Ja. Aber wenn du nicht hörst und nur siehst, dann weißt du vielleicht nicht, worum es geht. Das ist schön. Nehmen wir mal ein kleines, neugeborenes Kind. Sieht es, aber es hört. Das heißt, Allah Azza wa Jal hat das Kind mit dem Gehör vor dem Sehlicht bevorzugt. Auch wenn du lernst vom Hören. Das meiste, was du hörst. Deswegen, ja, Ikhwa, das sind Gnaden, die Allah Azza wa Jal anspricht. Das heißt, wofür sollen wir diese Gnaden nutzen? Jetzt passt auf, das ist jetzt das Interessante an der Ayah. Wir haben ihnen was gegeben? Hä? Ohren, Augen und Herzen. Wozu? Um ganze Zeit von einem Kinofilm zum anderen zu rennen? Ein Augengenuss, ein Ohrengenuss und auch mit dem Herzen fühlst du was Schönes. Dafür hat Allah dir das gegeben? Allah hat dir diese Sachen gegeben für was? Damit du die Rechtleitung erkennst. Höre diese Ayah von Surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبِصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Jetzt kommt das Resultat. أُولَٰئِكَ كَلْ Allahu Akbar. Und wir haben doch viele für Jahannam von Menschen und Jinn schon bestimmt, sagt Allah Azza wa Jalla. Das heißt, auch die Jinn kommen in Jahannam. Weil unter den Jinn gibt es Gläubige und weniger Gläubige. Das nächste Mal, bi'idhnillah ta'ala, werden wir über die Jinn sprechen. Unter den Leuten, die in Jahannam sind, sagt Allah Azza wa Jalla, welche Eigenschaften haben sie gehabt? Sie haben ein Herz besessen, womit sie nichts verstanden haben. Was heißt verstanden? Sie haben nicht Qala Allah und Qala Rasulullah verstanden. Warum? Weil das nur eine Gnade ist für bestimmte Leute, denen Allah Azza wa Jalla diese Gnade auch gibt. Aber, alaikum salam wa barakatuh, Allah begünstigt nicht jeden mit dieser Gnade. Sie haben gesagt, was will Allah von uns? Was will der Gesandte von uns? Sie haben es nicht verstanden, weil Allah sie nicht verstehen gelassen hat. Wie die Sahaba radiallahu anhum sagten, لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. Wenn Allah uns nicht die Gnade gegeben hätte, hätte er uns nicht recht geleitet. Das heißt, die Rechtleitung ist von ihm, subhanahu wa ta'ala. Und er hätte uns weder zum Spenden angeregt, noch zum Gebet. Das ist alles von Allah Azza wa Jalla. Sie haben Herzen, mit denen sie nicht verstehen können. Und sie haben Augen, mit denen sie nicht sehen. Subhanallah, sie sehen doch die Gläubigen. Sie sehen doch den Weg der Rechtleitung. Sie sehen doch die Wahrheit, die Schöpfung und alle Zeichen von Allah Azza wa Jalla. Und sie haben Ohren, mit denen sie nichts hören. Die Ermahnungen bringen ihnen nichts. Ja, Achi, komm beten. Ach. Ja, Achi, komm fasten. Ach. Ja, Achi, komm lernen. Tauhid, la ilaha illallah, dafür bist du erschaffen worden. Ach. Die Ermahnungen haben nichts gebracht. Allah Azza wa Jalla sagt, أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Diese sind wie das Vieh, nein, noch schlimmer. Das sind die Worte Allahs, nicht von Abu al-Bara. Diese sind wie das Vieh, noch schlimmer. Warum? Das Vieh hat was? Ein Verstand oder nicht? Hat keinen Verstand. Also wie reagiert das Vieh? Instinktmäßig. Das heißt, das Vieh kann nicht so überlegen, wie du überlegst. Okay? Wenn du jetzt mit dem Vieh redest und sagst, sag mal La ilaha illallah und so, meine, was wird ein Bock machen? Der wird dich stoßen, richtig? Tiere, ein Löwen, geh mal hin und sag mal La ilaha illallah zu ihm. Du bist sein erstes Frühstück. Die verstehen nicht, die sind Tiere. Aber Allah hat den Menschen und den Dschinn einen Verstand gegeben. Aber sie benehmen sich wie Tiere, weil sie diesen Verstand nicht benutzen. Deswegen sagt Allah, nicht nur sie sind wie das Vieh. Ulaika kal an'am, schaut mal, das ist ein wunderschöner arabischer Ausdruck. Diese sind wie das Vieh, nein, noch schlimmer. Worauf wird jetzt deine Aufmerksamkeit sein? Nein, noch schlimmer. Warum noch schlimmer? Weil sie sind in einer anderen Position. Sie haben ein Gehirn, sie haben einen Verstand. Aber wenn sie das nicht benutzen, sind sie schlimmer als das Tier oder als das Vieh. Schlimmer.
Weil das Vieh hat eine Entschuldigung. Ich kann nicht denken. Aber der Mensch hat keine Entschuldigung. Und obwohl er all diese Gnaden bekommen hat, tut er so, als ob er wie das Vieh wäre. Wal-iyadu billah. Deswegen sagte Al-Mujahid, einer der Schüler von Ibn Abbas, radiallahu anhu, er sagte einen sehr schönen Satz. Die Tiere haben keinen Verstand bekommen und die Menschen haben einen Verstand bekommen. Darum sollen sich die Menschen nicht benehmen wie Tiere, die keinen Verstand bekommen haben. Das war's. Das war's, ja. Diese Leute haben diese Gnaden bekommen, aber haben sie nicht eingesetzt für was? Für die Rechtleitung. Und das ist in erster Linie, dass du diese Gnaden bekommen hast, um die Rechtleitung zu sehen. Aber subhanallah, wir setzen diese Sachen ein, Gehör, Augenlicht und Herzen, um Allahs Religion zu bekämpfen. Allah hat uns diese Dinge für etwas Bestimmtes gegeben. Wozu nutzen wir diese Dinge? Wir bekämpfen mit diesen Gnaden von Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie viele Feinde siehst du, die von morgens bis abends planen, um die Religion Allahs zu vernichten? Möge Allah azawajal sie vernichten. Macht euch keine Sorgen. Diese Leute gab es schon damals, zu der Zeit der Qurayshiten. Warum spricht Allah die Qurayshiten an? Frage, wer ist von ihnen übrig? Habt ihr Abu Jahl mal am Kudamm gesehen? Abu Lahab bei KDW? Habt ihr die Frau von Abu Lahab bei Douglas gesehen? Wo sind die? Die sind weg, hä? Die sind gestorben, wie jeder andere sterben wird. Und schaut mal diese wunderschönen Ayat, wie sie weitergehen. Na. Aber weder ihr Gehör noch ihr Augenlicht noch ihre Herzen nützen ihnen etwas, da sie Allahs Zeichen zu verleugnen pflegen. Diese ganzen Gnaden haben ihnen nichts genützt, wie wir gerade beschrieben haben. Na. Schloss sie das, worüber sie sich lustig zu machen pflegt. Anstatt den Zeichen Allahs Azzawajal Folge zu leisten und dadurch beeinflusst zu werden, hast du gesehen, dass sie nicht nur sich von den Zeichen Allahs abgewendet haben, sie geleugnet haben, noch schlimmer, sie haben sich darüber was lustig gemacht. Guckt mal, was Allah Azzawajal sagt. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Und es hat sie umschlossen, wir kommen gleich dazu, worüber sie sich lustig gemacht haben, bedeutet, dieses lustig machen, in der Dunya haben sie gesagt, komm mit dem Feuer. Was haben die Leute gesagt, als die Propheten zu ihnen kamen? Was haben sie gesagt, hier in dieser Ayah? قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ أَلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Du bist gekommen, um uns von der Anbetung zu unseren Göttern, die wir übernommen haben, von unseren Vorvätern, dass du uns davon abbringst. Komm doch mit dem, wenn du wahrhaftig bist. Komm mit der Strafe Allahs, wenn du denkst, das wird auch passieren. Das heißt, sie haben die Propheten herausgefordert. Sie haben sich über sie lustig gemacht. Und sie haben nicht diese Botschaft angenommen, die eine Barmherzigkeit von Allah azawajal war. Weswegen hat Allah die Propheten zu ihnen geschickt? Nur damit sie, damit sie zurückkehren zur Religion. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dann, وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا. Wir haben bereits vernichtet, was an Städten in eurer Umgebung ist. Wir haben bereits schon Leute vor euch vernichtet. Die Ad, die Thamud, Lut, sein Volk. Das sind Leute, die haben alle am Hijaz gelebt. Auf dieser arabischen Halbinsel. Ihr habt doch Beispiele an ihnen. Warum tut ihr so, als ob ihr kein vorhergehendes Beispiel habt? Guckt mal, subhanallah, wir reden ja über Beispiele, die passiert sind. Und Leute haben darüber erfahren. Das heißt, diese Wörter haben die Kuffar gehört, die Qurayshiten. Und trotzdem hat sie das nicht beeinflusst. Obwohl sie die Wahrheit sehr gut kannten. Wusste Abu Lahab nicht, was die Wahrheit ist? Und Abu Jahl? Sie wussten ganz genau, was diese Wahrheit ist. Deswegen haben sie sie auch heftig bekämpft. Und dann sagt Allah Azza wa Jal, na'am. Und wir hatten die Zeichen verschiedenartig dargelegt, auf dass sie umkehren. Allah hat euch verschiedenartig seine Zeichen dargelegt. Er hat euch doch gezeigt.
Die hat er so vernichtet, die hat er so vernichtet. Und diese Leute haben dieses Übel gemacht. Also hat Allah Azzawajal so auf sie reagiert. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Das ist die Weisheit von einer Strafe Allahs. Was? Damit diese Leute zum Schluss zum Wege Allahs zurückkehren. Das heißt, was wir lernen hier aus der Ayah, in der Strafe Allahs liegt sogar Barmherzigkeit. Allahu Akbar. In der Strafe Allahs liegt Barmherzigkeit. Weil letztendlich soll das nur dazu führen, dass sie zurückkommen zum Weg Allahs. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ Wenn ihnen doch diejenigen geholfen hätten, die sie sich anstatt Allahs zu Göttern nahmen als Vermittler, um sich Zutritt in seine Nähe zu verschaffen. Wenn Allah Azzawajal sagt, wir haben sie doch vernichtet, diejenigen, die etwas anderes angebetet haben außer Allah, warum haben ihnen ihre Götter nicht geholfen? Als ihre Götter gesehen haben, dass ihre Diener in Gefahr waren, warum haben sie sich nicht gegen Allah gestellt und diesen Dienern geholfen? Weil sie selber keine was sind? Keine Götter sind. Und was haben die Kuffar gesagt als Ausrede? مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ Sulfa, sie haben nur gesagt, wir beten sie nur deswegen an, die Götzen. Schaut mal, A'udhu Billah, was für eine kräftige Lüge. Wir beten sie nur deswegen an, damit sie uns zu Allah Zugang verschaffen. Du Hmar, Allah ist doch da. Wozu brauchst du einen Zugang zu Allah? Allah will, dass du ihn was? Direkt anbetest. Wir haben keine Religion über einen Vermittler. Wir haben keine Religion über einen Vermittler. Unsere Religion ist direkt so, Allah Azza wa Jal sagt, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ Und wenn dich meine Diener nach mir fragen, ja Muhammad, hat er gesagt, dann sag, nein, nein, so bin ich nah, kein Vermittler. So bin ich nah. Ich höre den Ruf des Rufenden. Allah Azza wa Jal. Er lässt nicht zu, dass irgendjemand zwischen ihm und dem Diener steht. Deswegen, ja, Ikhwa, dieses Wort ist katastrophal, ja? Manche sagen dir, wir sind Muhammadaner. Auch noch Muhammadaner, auch Muhammad sprechen sie falsch aus. Muhammadaner. Was ist Muhammadaner? Was ist das? Hört sich an wie Indisch. Muhammadaner? Erstmal, Muhammad, der edle Gesandte, heißt Muhammad. Muhammadaner. Schau mal, subhanallah, wie abgeirrt man sein kann. Wisst ihr, was Muhammadana heißt? Wie Christen. Das heißt, alles läuft über wen? Über? Da ist das nicht. Subhan al-Malik. Warum sagt Allah Azza wa Jal, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ Bereits ungläubig sind diejenigen geworden, die sagen, Allah wäre einer von drei. Warum hat Allah sie ungläubig genannt? Subhanallah. Und sie sagen, Allah hätte sich einen Sohn genommen. Und sie haben Isa gedient, Jesus angebetet und nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Das war der Grund ihrer Vernichtung. Bal dallu anhu. Aber nein, sie entschwanden. Wo waren sie? Wo waren sie, ihre Götter? Wie Allah subhanahu wa ta'ala benutzt dasselbe Wort auch in Surat al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَإِذَا مَسَّكُمُ الدُّرُّ فِي الْبَحْرُ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا Ihr. Und wenn euch Schaden auf dem Meer erfasst, ihr fährt mit dem Schiff und dann kommt eine Riesenwelle, dann verschwinden auf einmal alle eure Götter. Außer Allah. Wie viele Götter haben die Mekkaner angebetet? 360. Sie haben zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, hast du die ganzen Götter zu einem Gott gemacht? Okay, jetzt gehen wir mal weiter. Als diese Situation war auf dem Meer, wo waren denn ihre 360 Götter? Sie hätten ja gesagt, Lat, nee, der ist gerade nicht da, aber Uzza ist auch, aber Mannan, wo waren die denn? 360 Götter haben nicht gereicht für sie. Alle sind verschwunden, außer Allah. Es gibt eine wunderschöne Erzählung von Ikrima ibn Abi Jahl, als er nach Jemen geflohen ist, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn auf die Liste schreiben gelassen hat, dass er ihn töten wollte. Und ihr wisst, er war der Sohn von Abu Jahl. Abu Jahl, la'natullah alayh, einer der größten Feinde des Islam. Ikrima, sein Sohn, ist geflüchtet. Und dann war er auf dem Meer und kam zur Besinnung. Er hat gesehen, subhanallah, jetzt kommt eine ernste Situation. Die Welle kam. Und das war früher oft so. Dann hat er gesagt, bei Allah,
und ihr schwur, sie haben damals schon auf Allah geschworen. Naam. Sie haben gesagt, er hat gesagt, bei Allah, wenn Allah mich aus dieser Situation errettet, dann gehe ich zum Festland zurück und werde Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Bay'a geben, ich werde den Islam annehmen. Ikrima ibn Abi Jahl, hat sein Vater ihm Tawhid beigebracht? Nicht wirklich, ja? Tawhid al-Asma wa al-Sifat und Uluhiyya und Rububiyya. Hat sein Vater ihm das beigebracht? Nicht wirklich, ne? Sondern er hat ihm nur was beigebracht? Schirk über Schirk. Aber schaut mal, dieses ganze üble Wissen, in einer Sekunde verschwindet das. Dalla man tad'una illa iya. Auf einmal, wenn ihr auf dem Schiff seid, alles vergeht an Götter, die ihr vorher angebetet habt, außer Allah. Und das Beispiel können wir in unserer heutigen Zeit klar sehen. Wenn ein Flugzeug dabei ist, abzustürzen, was hörst du, sagen die Leute, oh Kapitän? Was sagen sie? Oh my God. Mit vier Med. Oh my God. Seit wann betest du Allah? Seit wann hast du einen Gott? Dein Gott hier ist neben dir, deine Frau, dein Gelüst, dein Vermögen. Sagt er, oh mein Geld, rette mich? Das sagt er nicht. Aber das ist sein Rabb. Oh meine Frau, rette mich? Sagt er nicht. Oh Kapitän, er weiß, er kann nichts machen. Also, wen wendet er sich zu? Dalla man tad'una illa iya. Auf einmal verschwinden alle eure Götter. Und hier siehst du das beste Argument, wie ein Atheist in einer Sekunde den Islam annimmt. Vom Herzen her. Und Subhan al-Malik. Obwohl Allah wusste, dass diese Leute, nachdem sie diese Situation auf dem Meer erlebt haben, wieder zurückkehren werden zu ihrem Schirk, trotzdem hat er sie gerettet. Nur aus einem einzigen Grund. Wer sagt mir den Grund? Welcher Grund ist das, warum Allah sie gerettet hat? Obwohl Allah wusste, sie kehren, weiß Allah nicht alles, subhanahu wa ta'ala, sie kehren auf dem Festland wieder zum Schirk zurück. Na, das war alles. Sie haben ihn einzig und alleine in dem Moment angebetet. Allahu Akbar. Schaut mal diese Verrückten, wenn sie doch nur verstehen würden, das ist unsere Stellung bei Allah, er wird uns erhören, wenn wir doch nur auf seinem Weg sind. Unsere Götter haben uns sowieso nicht gehört. Aber Allah, er erhört uns. وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Dies war ihre ungeheuerliche Lüge und das, was sie zu essen pflegten. Das war ihre Lüge, sie haben gelogen. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. Diese Leute waren nicht wahrhaftig gewesen und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala sie für das bestraft, was sie auch an Lüge ersinnt haben. Natürlich, dass sie diese Götter behauptet hätten, dass dieses ihre Götter sind. Schaut mal, subhanallah, wie Allah azza wa jalla sie bloßgestellt hat mit ihren Göttern, dass diese Götter ihnen gar nichts, dass diese Götter ihnen nicht helfen konnten und dass sie auch nicht von ihnen einen Sieg bekommen haben. Das war ihre große Lüge und heute an diesem Tag wurden sie dann vernichtet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer mit dem Tawhid leben und sterben lassen. Allahumma amin, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajba'in wa barak laufikum wa jazakum la khairan. Wir haben ein paar Minuten Zeit bis 35 inshallah für Fragen, wenn Fragen da sind. Inshallah vernünftige Fragen, dann haben wir die Zeit jetzt ein paar Minuten. Na. Zum Thema natürlich keine. Bauchnabelpiercing. Wer von euch hat einen Bauchnabel? Du, ja, Herr? Nein? Hast du einen? Weißt du nicht, ne? Na, ist besser, wenn man es nicht weiß. Na, bitteschön. Bitteschön. Okay. Zum Thema nichts, ne? Eine vernünftige Frage. Okay, Barakallahu fikum wa jazakum la khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Afan, morgen fällt der Unterricht leider aus. Und Mittwoch auch? Nein, erstmal morgen. Wenn auch Mittwoch ausfallen sollte, sagen wir euch Bescheid. Aber erstmal morgen, wallahu ta'ala ala wa alam, barak lafikum wa jazakum lakum.